Oh Gott. Da gibt's die Blockade drin. Oh fuck, das wäre wirklich schön gewesen jetzt, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und inzwischen gibt es wirklich zahllose Erweiterungen. Das Und stimmt. die allerneueste davon, die ist ganz frisch erschienen und die bringt jetzt viel tierisches Zeug mit in Oh. die Welt von Dominion und heißt Menagerie. Weiterhin natürlich ein Spiel von Donald X. Vaccarino, von Original von Rio Grande Games, aber dann jetzt lokalisiert und im Vertrieb bei ASS Altenburger. Ja, Schön. so sieht's aus. Ja, wie gesagt, ich habe Dominion in der ersten Version Genau, gespielt. ich Alle wollte auch gerade fragen. Erweiterungen habe ich überhaupt nicht gespielt. Das heißt, Ich bin muss. unbefleckt. Meine Aufgabe ist jetzt bei Pete die Dominion-Liebe zu entfachen. Wieder zu Ja. anfangen, weil Ich hoffe, du bist ein deckbaumäßig war es schon Tierfreund. Ja, es super. ist natürlich, ja, also am klassischen Prinzip, wir fangen mit den 10 Karten an, davon sind 7 Kupfer und 3 ein Anwesen, da hat sich nichts dran geändert. Die mischen wir und haben jetzt natürlich direkt aber eine reine Menagerie-Auslage genommen. Also diese ganzen 10 Königreich-Karten, wir hier jetzt in unserer Partie verwenden, die kommen allesamt aus der neuen Erweiterung Menagerie und haben da einfach mal so dieses Start-Setup gewählt, wo man die Pferde kennenlernt. Jetzt ganz grob, weil wenn du schon so früh ausgestiegen bist aus der Dominion-Welt, lieber Pete, dann Ja. kennst du wahrscheinlich Ereignisse noch gar Nee, nicht. das sagt mir auch nichts. Ja, ein Ereignis ist auch eine Karte, die liegt auf dem Tisch aus. Die gibt es allerdings nur einmal. Das heißt, es ist keine Karte, die du kaufst und in dein Deck integrierst, sondern du kannst einfach einen Kauf verbrauchen. Du hast einfach hier eine Aktion, einen Kauf. Wenn du da Dinge ausdehnen willst, brauchst du Karten, die dir das erlauben. Ansonsten kannst du einfach einen Kauf verwenden, um quasi das Ereignis zu aktivieren. Da steht auch ein Preis drauf. Kostet in dem Fall das Ereignis 3 Münzen. Wenn du die bezahlst, kannst du das Ereignis Verbesserung auslösen und das heißt, du darfst eine Nicht-Punkte-Karte aus deiner Hand entsorgen, um eine Karte zu nehmen, die bis zu 2 mehr kostet als jene. Das heißt, wir haben hier mit Verbesserung quasi einen Entsorger-Effekt liegen, der eben keine Königreichkarte ist, der nie weggeht, der einfach jedes Mal mit einem Kauf und den Alles entsprechenden klar. Kosten von 3 aktiviert werden kann. Und ganz neu mit Menagerie sind jetzt die Wege, die auch alle tierische Namen haben. Also Weg des Schafes haben wir jetzt zum Der Beispiel. Weg ist, ich dachte, Der der Weg Weg des ist das Schafes. Ziel. Ja, der Weg ist das Ziel. Es gibt vielen Tieren kann man hier folgen und wir folgen dem Schaf. Ja, Und passend. mit den Wegen ist es jetzt so, erstmal ähnliches Prinzip, dass das auch keine Karte ist, die ins eigene Deck integriert wird, liegt nur einmal aus, kann von niemandem genommen werden, sondern nehmen wir an, du hast eine Karte und du verzichtest einfach beim Ausspielen auf das, was auf der Karte steht. Kannst du die Karte ersetzen mit dem Effekt, der bei Weg des Schafes Das heißt, steht. ich könnte ein Anwesen ausspielen und sagen, ich Nein, verzichte Anwesen darauf. natürlich nicht. Okay. Schon eine Aktionskarte, schon eine Karte, die eigentlich eine Aktion hat, ja, aber was weiß ich, aus irgendeinem Grund hast du dir halt irgendwas gekauft, ja, Ja. und jetzt sagst du, nee, jetzt finde ich den Effekt gar nicht gut. Ich möchte jetzt lieber, dass das hier, Okay. oder auch irgendwie mit einplanen, ja, du kannst Karten sozusagen in diesen Weg des Schafes, die Karte kann den Weg des Schafes einnehmen, dann ist natürlich ihre eigentliche Aktion, passiert dann gar nicht. Okay. Sie wird überschrieben mit der Aktion plus 2 virtuelle Geld. Na, das klingt ja schon mal ganz gut. Und vielleicht einfach mal ganz kurz die 10 Königreichskarten, mit denen wir hier spielen. Für 2 Kosten von 2 gibt es den Nachschub, das ist eine Geldkarte. Ich weiß auch nicht, ob du die schon kennst. Das kam nämlich auch erst mit einer späteren Erweiterung. Das ist keine Aktionskarte, sondern eine Geldkarte, die also auch als Geld gespielt wird und damit keine Aktion verbraucht. Sie hat halt nur lustigerweise eine Aktion drauf, als wäre es eine Aktionskarte. Das siehst du immer unten am Schlagwort eben, ist es eine Aktionskarte oder nicht. Und das ist eindeutig eine Geldkarte. Ja. Und was macht sie? Sie ist eigentlich halt ein teureres Kupfer, wenn man so will. Ja? Aber sie hat halt noch einen Zusatzeffekt, nämlich wenn ich den Nachschub spiele, kommt ein Pferd auf meinen Nachziehstapel und ein Pferd gibt mir plus 2 Karten und plus eine Aktion und dann läuft es wieder weg. Ach so, okay. Ich Ja, es dachte. ist ein flüchtiges Vergnügen. Ja, aber du meinst auch viele Pferde sich ansammeln und Okay, aber dann, vielleicht kommt es ja dann weil das wieder. Schöne ist, Kann es ja kommt direkt gucken. auf den Nachziehstapel mit dem Nachschub. So, dann haben wir hier den Schrott, Kosten von 3. Da entsorgt man eine seiner Handkarten und wählt eine unterschiedliche Anweisung pro ein Geld, das die Karte kostet. Also du entsorgst eine Karte, die 3 kostet, kannst du 3 Dinge wählen. Und es gibt ja die klassischen Sachen, plus eine Karte, also einmal nachziehen, plus eine Aktion, plus ein Kauf, plus ein virtuelles Geld. Alles Oder klar.
Nimm ein Silber oder nimm ein Pferd. Das mir dann in der nächsten Runde zur Seite steht. Mhm. Okay. Dann haben wir also auch für 3 Geld die Ziegenhirtin. Die gibt einem plus eine Aktion. Und dann darf man eine seiner Handkarten entsorgen und plus eine Karte pro Karte, die dein rechter Mitspieler in seinem letzten Zug entsorgt hat. Ich wollte gerade sagen, deswegen soll ich hier sitzen. Profitiert man noch davon, wenn der Kollege dann auch noch schön entsorgt hat. Der Hirtenhund ist eine Aktion-Reaktionskarte. Wenn man sie ausspielt, ganz normal, würde sie einem einfach plus 2 Karten nachziehen ermöglichen. Aber wenn man eine Karte nimmt, dann darf man diese Karte aus seiner Hand spielen. Also kannst du sie quasi vorzeitig spielen. Reaktionen sind ja immer durch irgendeinen Reaktionseffekt. Im Grundspiel war es dieser klassische Burggraben, der Angriffe abgewehrt hat. Und die wurden jetzt halt auch ein bisschen, werden halt auch variantenreicher. Hier kannst du natürlich dann so ein bisschen die Regel außer Kraft setzen. Dann kannst du plötzlich noch den Hirtenhund so hinterher. Ja? Aber dann macht er das selber, also das Karte nehmen ist in Dominion der ganz normale Begriff, wenn du für alle Arten, die eine Karte zu dir kommt, Karte nehmen, wie wenn du eine Karte kaufst, dann nimmst du auch eine Karte und die legt ja dann immer auf deinen Ablagestapel. Mhm. Das ist einfach aber der allgemeine Begriff. Plus 2 Karten ist ziehen, dann könntest du, plus 2 Karten heißt dann wieder von deinem Nachziehstapel nachziehen. Dann haben wir noch die Herberge hier. Ja, die spiegelt bei mir, die steht in der Sonne. Plus eine Karte, plus 2 Aktionen. Und wenn du diese Karte nimmst, darfst du beliebig viele Geldkarten aufgedeckt ablegen, um genauso viele Pferde zu nehmen. Ja, also es gibt schon, wie sehen, wir werden ja auch ein großer Stapel Pferde. Es gibt auch noch eine Koppel, die macht ein plus 2 virtuelle Geld. Dann nimmst du dir 2 Pferde und hast nochmal plus eine Aktion pro leeren Vorratsstapel. Also die Koppel wird stärker, je länger das Spiel anhält. Je länger das Spiel anhält. Wir würden ja spielen, bis 3 Stapel leer sind oder natürlich bis alle Provinzen. Und weil wir nur zu zweit sind, gibt es diese relevanten Karten nur 8-mal. 8 extra Anwesen, 8 Herzogtümer und 8 Provinzen. Alles klar. Dann haben wir noch einen Pferdestall, plus 3 virtuelle Geld. Das ist schon allein schon natürlich extrem gut. Ich kann jetzt sagen, Alex war bestimmt beteiligt an dem Aufbau. Und wenn du in diesem Zug eine Karte nimmst, die 4 oder mehr kostet, dann nimmst du dir ein Pferd. Also ein pferdelastiges Setup. Und dann haben wir noch einen Laskan, das ist eine Aktion Dauerkarte, kam auch mit einer späteren Erweiterung ins Spiel. Das sind Karten, die spielst du aus, dann kommt der Effekt, aber in der Abräumphase lässt du sie noch einmal liegen. Das heißt, der Effekt kommt entweder nochmal oder manchmal haben sie auch 2 verschiedene Effekte. Im Fall des Laskans hast du die Wahl, wann du den Effekt spielen willst. Entweder jetzt oder nachher und er gibt dir plus 3 Karten und plus einen extra Kauf. Alles klar. Dann haben wir noch das Schlachtross, das bessere Pferd. Plus 2 Karten und plus eine Aktion. Und während deiner Züge, diese Karte kostet 1 weniger pro Karte, die du in diesem Zug genommen hast. Weil 6 Geld ist eigentlich recht teuer für dieses Schlachtross. Aber man kann den Preis halt drücken, wenn du davor schon andere Karten genommen hast. Da muss man natürlich auch erstmal die entsprechenden Käufe oder irgendwie anders an Karten rankommen und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt, der Viehmarkt. Ja, die Frage ist ja, ob das Pferd dazu zählt. Wenn ich mir jetzt irgendwo 2 Pferde nehme, habe ich dann auch schon 2 Karten genommen? Dann hast du auch schon 2 Karten. Ist klar. Plus 4 virtuelle Geld. Das ist schon sehr gut. Und plus 1 Kauf pro leeren Vorratsstapel. Also auch der Viehmarkt wird dann stärker, je weiter wir im Spiel vorangeschritten sind. Und anstatt diese Karte zu bezahlen, weil 7 ist ganz schön teuer, ist teurer als ein Gold, anstatt diese Karte zu bezahlen, darfst du eine Aktionskarte aus deiner Hand entsorgen. Also du könntest dir auch eine billige Aktionskarte kaufen, im Idealfall vielleicht eine, die dir am Anfang vom Spiel was bringt und die du dann nicht mehr willst und sie dann eintauschen gegen den Viehmarkt. Kann man auch ein Pferd entsorgen? Da steht auch Aktion drauf. Also ein Pferd ist eine Aktionskarte. Okay. Ich verstehe. Ja, ich habe noch keine Idee, aber ja. Du hast dann noch so Exilkarten. Ja, aber die habe ich einfach nur, weil es auch noch ein elementarer Bestandteil ist, dieser Menagerie-Erweiterung. Wenn wir uns fürs andere Start-Setup, weil natürlich, also die so eine große Erweiterung von Dominion enthält wesentlich mehr neue Karten, als wir hier mit einer Partie ins Spiel bringen können. Also einfach mal hier so eine Übersicht. Nee, kannst du ja mal oben halten. So, genau.
Das sieht man, da ist natürlich eine Menge Zeug, da gibt es eine Menge Ereignisse, da gibt es dann halt drei neue Aktion-Reaktionskarten, von denen jetzt eine in diesem Setup teilnimmt und so weiter. In einem anderen Setup nicht den Asa genommen. Hätten wir halt uns viel mit diesem Exil hier beschäftigt, wo man dann Karten hin verbannen kann. Wenn du dann eine gleichnamige Karte nimmst, darfst du die Karten wiederholen und so. Also da kommt dann auch nochmal ein extra Mechanismus. Diesmal geht es halt mehr um die Pferde. Alles klar. Gut, ich würde sagen, let's shuffle up and deal. So, wer fängt an? Ja, du. Ich. Du kennst das Spiel. Fünf Karten ist ja immer, man hat halt 10 im Startdeck. Davon zieht man jetzt die ersten 5 und überraschenderweise kann man dabei nur Kupfer oder Anwesen ziehen. Wenn man da jetzt schon was anderes zieht, hat man schon was falsch gemacht. Also kann ich jetzt für 4 was kaufen? Ich habe einen Kauf und ich kaufe... Doch so schwer. Auf jeden Fall danach die. Ich glaube tatsächlich, dass ich, weil ich eh nachher die kaufe, ich werde mir einfach mal ein Silber nehmen. Braucht man nämlich auch. Ich lasse tatsächlich ein Geld verfallen und nehme mir ganz langweilig ein Silber. Ich merke schon. Man braucht aber auch Geld im Geldbeutel. Sonst ist auch schlecht, ein Königreich zu verwalten. Ja, ich habe hier meine ersten 5 Karten gezogen und wir haben 2 Anwesen, die wir besuchen. Und da habe ich mein Sparschwein geplündert und habe 3 Kupfer gefunden. Ja, das lädt natürlich auch. Also Silber kostet halt 3. Aber ja, aber ich finde halt diesen, für den Hund viel hübscher irgendwie. Ich nehme mal den Hund. Ein Hüttenhund ist auch gut. Ich finde, der passt auch zu dir. Der ist auch so wuschelig, bärtig wie du. Oder? Das lasse ich erstmal so stehen. Das war auch als Kompliment gemeint. Ich habe natürlich, ja, da kann man auch sehen, es ist ja klar, was ich jetzt als nächstes ziehe, weil man hat ja einfach 3 Anwesen und halt diese 7 Kupfer. Auch da kann man dann schon erkennen, hat jemand was falsch gemacht in den ersten 2 Zügen. Ja, es muss dann genau aufgehen. Man hat dann sein ganzes Deck gezogen, weil eine Karte, die man kauft, kommt natürlich auf den Ablagestapel. Aber ich werde die meisten kennen, Dominion. Und jetzt kaufe ich mir Schrott. Weil du ja 3 Geld hast, du kaufst dir für 3 Kupfer Schrott. Ich kaufe mir Schrott. Ja. Ja, dann was habe ich? Ja, also auf jeden Fall noch ein Anwesen und richtig, 4 Kupfer. Da kann ich also aus den Vollen schöpfen. Ich habe nur eine Kaufaktion. Genau. Ich überlege mal. Vergiss nicht, dass es auch jederzeit natürlich das Ereignis gäbe. Ja, wenn man ja, aber die kosten ja auch nur 1. Also das Ereignis kostet natürlich auch 3 Geld. Ja, das dann muss ich noch eine abwerfen. Ja, verbraucht sogar einen Kauf. Aber das Schaf, brauchst du das Event einen Kauf? Dazu bräuchtest du eine Aktionskarte, die überhaupt so den Weg des Schafes beschreiten kann. Nur Aktionskarten dürfen den Weg des Schafes gehen. In dem Fall tatsächlich. Sehr schade, weil ich hatte so ein bisschen mit der Koppel geliebäugelt, aber das ist da nicht drin. Irgendwie braucht man ja Geld, hast du gesagt. Das kostet 7, das kostet 5, das ist alles ein bisschen zu teuer. Entweder nehme ich mir jetzt also ein Silber, das wäre auch für Hunde. Achso, ich habe nur eine Kaufaktion, ich wollte schon 2 Sachen kaufen. Aber weißt du, ich versuche mal was ganz anderes. Ich werte mal mein Anwesen auf und baue da mal eine Herberge drauf. Du baust eine Herberge. Du könntest jetzt, wenn du diese Karte nimmst, beliebig viele Geldkarten aufgedeckt ablegen, genauso viele Pferde zu nehmen. Aber du hast ja dein ganzes Geld schon verbraucht, um die Herberge zu bauen. Verdammt. Pech. Das heißt, ja, aber ja, eine Herberge zu haben, ist natürlich trotzdem gut. Ist wahrscheinlich. Ich habe auch wieder diese 4 Kupfer und ein Anwesen. Ich habe auch schon mit dieser Herberge geliebäugelt, aber mich ärgert es irgendwie, dass, du verstehst schon. Warum? Nee. Ja, guck dass mal, ich dann halt ich nicht noch jetzt in der Herberge, Geld da habe. Ja, trinke hier erstmal schönes, erfrischendes Wasser. Und dass einem die Verbesserung nicht erlaubt, eine Punktekarte zu entsorgen, das ist natürlich auch schade. Schade. Aber weißt du was, ich probiere jetzt trotzdem mal was. Ich werde jetzt dieses Ereignis tatsächlich benutzen mit meinem Kauf für 3. Ja. Und dann darf ich ja eine Nicht-Punkte-Karte entsorgen und ich entsorge, gut, wir haben übrigens keinen Müll hingelegt, aber den haben wir uns schon lange, wir tun unseren Müllstapel immer einfach irgendwo abseits machen. Darfst eine Nicht-Punkte-Karte aus deiner Hand entsorgen. Ach, entsorgen? Und um eine Karte zu nehmen, die bis zu 2 mehr kostet, allerdings war das eine Nuller, das heißt 2 mehr ist nur 2, aber damit gibt es ja tatsächlich was, nämlich den Nachschub.
Smart. Ah, ich erinnere mich, Karten entsorgen aus dem Deckbilder war schon immer gut. So, 5 Karten gezogen. Ich habe wieder ein Anwesen gefunden. 3 Kupfer und den Hund. Wuff, wuff. Darfst du 2 Karten nachziehen? Wenn ich ihn als Aktion spiele. Du hast ihn als Aktion gespielt, in dem Moment, wo du ihn jetzt ausspielst. Achso, ich habe die erstmal zum Zeigen. Achso, ja gut, du würdest jetzt streng genommen damit anfangen. Das stimmt natürlich. Ja, also wenn man diese, ungeübt, also man fängt mit seiner Aktion, man hat erst seine Aktionsphase, da hätte die jetzt eigentlich streng genommen den Hirtenhund als erstes gespielt. Achso, naja, oder der Hirtenhund geht mal zu den Schafen. Das geht auch, oder? Der Hirtenhund kann den Weg des Schafes beschreiben. Ja, das natürlich. Geht er den Weg des Schafes. Das kriege dadurch 2 Geld. Das ist äußerst richtig. Habe denn hier noch 3 Geld? Habe jetzt 5 Geld. Na klar. Und habe eine Kaufaktion und überlege gerade, ob ich mir eine Koppel nehme oder ein Pferdestall. Auch smart. Der Hirtenhund verwandelt sich quasi in das virtuelle Silber, was er ja im besten Falle nachziehen würde. Genau. Ja. Das war die Idee dahinter. Ja, und ich kaufe einfach hier eine Koppel. Ja, weil eine Koppel bringt ja auch plus 2 Kupfer. Okay, ja dann, damit wir nicht exakt... Ich hatte auch mit der Koppel geliebäugelt, habe jetzt nämlich auch erstmalig 5 Geld auf der Hand. Keine Aktionskarte wieder, ich kaufe mir den Pferdestall. Das war die andere Option, die ich hatte, weil der mehr Geld bringt. Das war die andere. So, dann schauen wir mal, was meine Hand so hier gibt. Ein Anwesen, 3 Kupfer und die Herberge, 2. die noch nicht blutig ist. In dem Fall. Ja, das stimmt, so eine Kombination. Und eines Tages auch noch, dass sie so rausstellen. Blutige Herberge, so Adjektivkarte. Ja, oder du drehst sie dann um oder so. Ganz gut, ja. Wenn du die Karte nimmst, darfst du beliebig, dass du das war, wenn ich sie kaufe. Okay, ich habe jetzt also, kann jetzt diese Karte entweder auch... Kannst du auch mit anderen Karten machen. Blutiger Hirtenhund. Ich kann jetzt also, plus 2 Aktionen heißt, ich kann 2 Aktionskarten mehr machen. Entschuldigung, also genau, du, also erstmal ziehst du eine? Ich überlege gerade, ich habe ja keine Aktionskarte mehr in meinem Deck, die sind ja alle schon da. Das würde also keinen Sinn machen, noch eine Karte zu ziehen. Ich könnte sie also direkt gleich auch wieder zum Weg des Schafes Ach so, machen. Ja, natürlich. Du kannst auch die Herberge einfach wieder in den Weg des Schafes verwandeln. Dann hast du oder, wieder 5 Geld. Ach so, ich entferne die Karte dann ja, ne? Bei der Verbesserung? Bei der Verbesserung würde wirklich, da würde die Herberge, dann könntest du dir aber eine nehmen, die bis zu 6 kostet. Also entweder... Ich mache das einfach mal, um es mal hier zu zeigen. Ich nehme mal die 3 Kupfer, um die Verbesserung zu nutzen. Ja. Reiße die Herberge ab und kaufe mir hier so ein Schlachthaus, oder? Gucken wir mal, ob das was Sinnvolles war oder nicht. Alle schütteln wahrscheinlich jetzt schon wieder den wilden Kopf. So, ich habe jetzt noch 2 ein Karten. Ein Schlachthaus. War ein teures Schlachthaus, aber ein Schlachthaus zu haben... Ich habe eine Herberge gegen Schlachthaus getauscht. Musste noch ein bisschen Kupfer raufwerfen. Was man halt so macht, ja. Wer hat, der hat. So, ich habe jetzt die ganze Zeit keine Aktionskarten und dann natürlich denkt man sich, ja, dann brauche ich auch keine Aktionsgeber, wenn ich eh nie Aktionskarten ziehe. Und dann ist es soweit, dann zieht man natürlich 2 Aktionskarten. Kann aber nur eine davon spielen. Da haben wir einmal Schrott oder Pferdestall. Wir spielen natürlich den teureren. Wir spielen den Pferdestall, der gibt uns 3 virtuelle Geld plus die 2 Kupfer, macht 5 Geld. Und wenn wir in diesem Zug eine Karte nehmen, die 4 oder mehr kostet, kriegen wir auch noch ein Pferd. Und wir haben ja jetzt 5 und mit 5 kaufe ich mir den Lastkahn erstmal, den finde ich ganz praktisch. Und dafür kriege ich ja jetzt ein Pferd, aber das kommt nicht auf den Nachziehstapel. Das war bei einer anderen Karte, gell? Wo der direkt auf den Nachziehstapel kommt. Wo war denn das? Ah ja, mit dem Nachschub, richtig. Okay, Pferd kommt also einfach so in mein Deck. Ach so, dann habe ich die auch falsch verstanden. Aber passiert. Ja, und ich lerne das kann ja ich leider nicht. Ja, Entschuldigung, habe ich, ich habe gar nicht geachtet. Wenn, dann trifft mich ja die Schuld, weil du hast ja auch gesagt, dass deine Dominion-Erfahrungen eine Weile her sind. Hattest du ein Pferd irgendwann direkt auf den Nachziehstapel gelegt? Nee. Aber ich hatte so ein Gedächtnis, dass ich die oben rauflege. Du bist fertig. Mhm. Ich habe ja 2 Anwesen, mit denen man nichts machen kann. Habe zwar aber jeweils einen Kupfer gefunden da drin und habe die Koppel dabei. Also eigentlich ja, du musst eigentlich mit deiner Aktionskarte zuerst anfangen. Ach so. Ne? Aber es ist jetzt in dem Fall überhaupt nicht wild, weil wir da fange ich mit meiner Aktionskarte an, die gibt mir 2 Geld und ich nehme mir 2 Pferde. Und dann kommt die Kaufphase. Also wer es jetzt lernt, der kommt zuerst diese Aktionsphase, da spielt man seine Aktionskarten auf den Ablagestapel. Dann kommt die Kaufphase, wo man eine Karte oder auch plus eine Aktion pro leeren Stapel haben wir nicht, aber ich habe auch keine Aktionskarte. Also habe ich jetzt 4 Geld, die ich wieder investieren kann. 4 Geld haben oder nicht haben. Und ich darf eine Sache kaufen. Kostet denn was genau 4? Noch mehr Hunde.
Oder wieder willst du mir die Hunde, willst du mir die Hunde aufdrängen? Ich hätte jetzt gerne, jetzt, also vorhin hätte ich die Herberge gebraucht, weil die hätte mir dann natürlich Herberge, Schrott, ich kaufe mir einfach nochmal eine Herberge, ne, weil ich brauche auch irgendwo noch eine Unterkunft. Ich habe 5. Immer eins knapp am Gold vorbei. Ist das nicht immer so? Ja, das, also das ist gefühlt, dachte ich, ist es immer so. Noch ein Pferdestall. Ein Pferdestall ist halt letztlich fast auch. Ich nehme einfach noch einen Pferdestall. Ist auch ein Gold, oder? Macht auch irgendwie, Geld. Ja. Verbraucht aber Gold, der eine Aktion verbraucht letztlich. Ja. Naja, aber das eigentliche Gold verbraucht natürlich keine Aktion. Verstehe. Gucken wir nochmal. Achso. Meine Aktion ist, ich spiele ein Schlachtross. Dann darfst du 2 Karten nachziehen und hast wieder die Aktion zurückbekommen. Ziehe 2 Karten nach. Ja, dann habe ich hier ein Anwesen gefunden und habe 5 Kupfer. Immer eins zu wenig. Aber 5 ist, ja, mir geht es auch so. Aber 5 ist schon mal besser als 4 und 4 ist besser als 3. Muss halt so Stück für Stück mehr zu schaffen. Ja, ich mache das auch mal, ich benutze mal die 3. Also ich müsste die ja wahrscheinlich aus der Hand benutzen, also habt ihr in der Hand. Spiel 1 aus, dann habe ich 1. Nehme die 3, um die Verbesserung zu aktivieren. Und benutze dafür das 0. Ja. Das heißt, ich kann mir eine Karte für 3 kaufen. Du, 2 mehr als die entsorgte. Ich habe noch einen über. Nee, oder die ist darf, das eine Aktion? Das ist leider an die Karte gebunden. Also die Karte, die du durch die Verbesserung nimmst, die muss tatsächlich 2 mehr sein als die entsorgte. Du kannst dir natürlich, ja gut, das wäre crazy, aber nur mal auch theoretisch, ja, der Preis, der hier draufsteht, ist natürlich 6. Wenn du das Schlachtross entsorgst, dann hättest du einen virtuellen Wert von 8. Ja, aber auch kein Schlachtross mehr. Aber kannst Schlachtross gegen eine Provinz tauschen. Das ist wie die Geschichte von dem Mann, der sich vom T-Shirt zum Ferrari hochgetauscht hat. Genau. Und ich werfe die trotzdem ab und hole mir dann einfach einen Nachschub. Weißt du? Aber das sehe ich gerade. Ein Schlachtross kannst du in eine Provinz verbessern. Ja, ich habe es erst gegen die Herberge getauscht und später hole ich mir eine Provinz dafür. Das ist eigentlich ein guter Tausch, wenn man so drüber nachdenkt. Wie erzählt eine kleine Geschichte eigentlich. Ja? Ja? Es ist nicht, macht man das so von nicht? Von dem Ritter, der Baron wurde. Okay, ja. Ich spiele jetzt den Lastkahn. Ich kann entweder das jetzt... Ringe gekauft, den hast du doch gerade reingemischt. Oder zu Beginn meines nächsten Zuges plus 3 Karten ziehen und Einkauf. Ich habe jetzt echt kein Geld auf der Hand. Aber auf der anderen Seite könnte ich noch einmal... Nee, ich glaube, ich lasse den tatsächlich einmal liegen, damit man auch schön sieht. Der Lastkahn, der muss nicht jetzt sofort benutzt werden. Er ist so eine spezielle Aktion Dauerkarte. Mhm. Das heißt, ich benutze ihn nicht jetzt, habe dann nur... 2 Geld, aber eins davon ist ein Nachschub. Und wenn ich den Nachschub spiele, bekomme ich ein Pferd direkt auf den Nachschubstapel und habe wieder genau 2. Gefühlt 2. Hier nochmal nur ein Nachschub. Bist du dann nur noch Pferde oben drauf? Nur noch Pferde. Siehst du einmal alles durch. Voll mit Pferden. Jetzt ziehe ich wohl Überraschung als erste Karte. Verrückt. Das Pferd. Guck mal, was ich mache. Der Hirtenhund kennt sich bei den Schafen nämlich aus. Ich lasse den wieder frei laufen. Mhm. Damit macht er 2. Verdiene ich mir 2 Geld, damit auf die Schafe aufpasst. Ja, habe hier noch 3 Kupfer und kann mir das für 5 kaufen. Diesmal kaufe ich mir einen Pferdestall. Weil ich habe ja schon. Das bist du neidisch. Achso, und ein Anwesen hatte ich auch noch, aber das ist ja. Jetzt muss ich ja zu Beginn meines nächsten Zuges den Lastkahn plus 3 Karten. Den musst du nutzen? Ja, so entweder jetzt oder zu Beginn des nächsten Zuges. Ich kann ihn jetzt nicht ewig da liegen lassen. So, das heißt, ich habe jetzt 3 Karten gezogen und habe einen extra Kauf in dieser Runde. Jetzt habe ich natürlich wieder zu viele Karten, aber guck mal hier, ich fange mal an mit dem ersten Pferd. Da ziehe ich 2 Karten nach, habe eine extra Aktion, also einfach die Aktion, die das Pferd selber verbraucht hat, und das Pferd läuft zurück auf seinen Stapel. Dann spiele ich mit der extra Aktion das zweite Pferd, wieder plus 2 Karten und wieder die eine Aktion noch übrig. Da haben die Pferde jetzt aber halt auch ihren Dienst getan. Ich hab's gesagt, oder? Er hat sein ganzes Deck auf der Hand. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber es ist halt gar nicht so viel Geld. Ich habe halt immer noch nur diese eine Aktion. Ich spiele Pferdestall und mache 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus die 3 macht 10. Ich habe einen Extrakauf, ich nehme auf jeden Fall eine Provinz, dann habe ich noch 2 übrig. Ich meine, es schadet ja nicht so richtig, oder? Pferde? Komm, nochmal Nachschub. Probieren.
probieren. Oder Stapel. Ich finde die auch sehr stark, weil es eine Geldkarte ist. Ich hatte schon wieder viel zu viele Aktionskarten. Ich habe eine Aktion. Ich brauche jetzt mal so eine Herberge oder zwei Herbergen. Du hast eigentlich nur eine Aktion. Für alles andere müsstest du halt wieder. Deswegen ist auch noch Karten nützlich. Und Aktionen sind immer vor Geldkarten. Genau, zuerst kommt eine Aktionsphase. Das heißt also, ich kann nicht das Pferd rauflegen und ziehen sozusagen. Korrekt. Verdammt, die Idee hatte ich gerade. Und deswegen sind auch Karten nützlich, wo plus eine Aktion draufsteht, weil die sich halt immer selbst ersetzen. Genau. Sozusagen. Das machen wir jetzt mal. Ich spiele hier das Pferd. Dann zwei Karten ziehen und es läuft weg. Das ist halt leider ein bisschen der Haken am Pferd. Sind undressiert flüchtige Pferde. Aber guck mal. Ich glaube, da Pferd, ist schon wieder ich habe ein Pferd gezogen. Ne? Läuft auch weg. Zwei Karten. Wunderbar. Jetzt wird es ja interessant. Und dann habe ich... Das sind auch viele Karten. Ich habe noch zwei. Ich überlege gerade. Hast immer noch eine Aktion natürlich. Wenn jetzt eine Herberge wäre, ist die geile nächste Karte. Genau. Jawohl. Karte ziehen. Plus zwei Aktionen. Nach unten im Abarbeiten. Und jetzt hast du sogar eine Aktion hinzugewonnen. Und was machen wir, wenn ich keine Karten habe? Ja, das ist dann... Jetzt hättest du meine Karten gebraucht. Zusammen hätten wir jetzt das perfekte Deck. Dann, ich überlege gerade, ob ich das lieber mit Geld mache. Warte mal, 2, 4, 7. Das klingt eigentlich ganz gut. 3. Ich habe jetzt zwei Aktionen, genau. Die erste davon ist, das Schlachthaus schaut mal bei den Schafen vorbei. Hm. Verwandelt sich also in zwei virtuelle Geld. Aha. Dann habe ich hier noch eine Koppel. Nochmal zwei virtuelle Geld und du bekommst zwei Pferde durch die Koppel. Nehmen wir es einfach auf den Ablagestapel. Und ja, leere Vorratstapel haben wir noch nicht, sonst würdest du da Stapel, sonst würdest du da eine extra Aktion bekommen. Verrückt, ich sehe gerade, ich spiele mir noch ein Geld. Ja, das passiert in der Kaufphase, das ist quasi keine Aktion. Also ich habe keine Aktion mehr. Sie dann zusammen ich habe keine Aktion Geld. Mehr. Aktion genau. War ja sowieso. Genau, vorbei. Ich meine nur, das kommt dann mit dem Geld in der Kaufphase. Und habe hier auch nochmal zwei Kupfer. Mhm. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du dir gerade das Pferd dafür genommen? Ja. Das kommt aber auf den Nachziehstab. Ah ja, perfekt. Mhm. Das, da habe ich jetzt, das habe ich gelernt. Und dann habe ich 7 und für 7 kaufe ich mir einen Viehmarkt. Ja, der Viehmarkt. Der ist halt schon echt gut. Aber da kann man auch einfach eine Aktionskarte entsorgen, gell, um den zu kriegen. Ich auch mal überlegen, aber den Laskan will ich auf keinen Fall entsorgen. entweder jetzt Karten. Oder zu Beginn des nächsten Zuges plus 3 Karten. Ich mache es wieder zu Beginn des nächsten eigentlich. Zuges, weil was ich diese Runde noch definitiv viel zu wenig gekauft habe, ist einfach normales Geld. Ich habe einfach nur 3 und für 3 kaufe ich mir ein Silber. Und weil ein Nachschub dabei ist bei diesem Geld, darf ich mir ein Pferd auf meinen Nachziehstapel legen. Und dann hat es noch zwei Anwesen, mit denen kann man ja leider nichts machen. Du investierst also eher in Silber und nicht in Gold? Ja, ich komme irgendwie nicht, ich weiß auch nicht. Ich habe eine in der Provinz gekauft, ohne auch nur ein Gold im Deck zu haben. Es ist eine seltsame Partie, aber wie halt Dominion zu spielen? Jede Partie ist anders. Du hast aber schon eine Provinz gekauft. Also ja. Ich habe hier ein Pferd, was dann allerdings wegläuft. Ich ziehe also zwei Karten. Überhaupt? Ah ja, okay. Ja, läuft. Schaffen. Ich glaube, sonst hätte schon auch einer geschrien. Ja, oder? Wenn einem ein Schild hinten rum. Ja, ist relativ entspannt. So, das ist dann weg. Mhm. Das Pferd läuft weg. Zu mir. Ja. Na, schön wär's. Ne? Das hättest du wohl gerne. Ja, es ist immer einer zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele Schlacht raus. Das rennt nicht weg. Uiuiuiuiui. Dann habe ich jetzt noch eine Aktion. Mhm. Dann spiele ich eine Herberge, ziehe eine Karte und habe zwei Aktionen. Ach, verdammt. Zwei Aktionen ist jetzt nicht der Plan. Diese, ja, so eine Herberge, ja. Eine Herberge braucht man halt schon auch in seiner. Naja, irgendwo muss, du musst da auch was haben. Irgendwo muss man ja auch zur Nacht unterkommen und irgendeine warme Schüssel Kartoffelsuppe bekommen. Jetzt habe ich hier so viele Dinge und ich kann nur zwei spielen. Ich spiele die Koppel als weitere Aktion, nehme ich mir zwei Pferde. Und zwei virtuelle Geld. Und zwei virtuelle Geld. Dann darf ich noch eine spielen, ja? Ja. Weil die Herberge ihm eben Aktionen verschafft hat. Dem Herrn Pete. Ach so, die hätte man auch so für eine Aktionskarte kriegen können. Ja genau, du kannst auch einfach... Ich lese das mal erst später, wenn ich es in der Hand habe. Pferd
verkaufen und thematisch dafür einen Viehmarkt bekommen. Habe jetzt hier zwei. Dann reicht es. Ich spiele in den Pferdestall, kriege nochmal 3 virtuelle Geld und wenn ich eine Karte mit 4 oder mehr kaufe, dann darf ich mir ein Pferd nehmen aus diesem Stall. Habe dann meine Aktionen aufgebraucht. Mhm. Das heißt also, die beiden kann ich nicht mehr benutzen. Mhm. Auch wenn es ein Viehmarkt wäre. Habe hier 2 Kupfer und einen Nachschub. Und der Nachschub sagt, ich kriege das Pferd auf den Stapel. Exakt. Und habe jetzt genau 8 Geld. Kaufen wir also auch eine Provinz. Ich habe gehört, es ist ganz gut, sowas zu haben. Er hat noch seine Trompete und sehr gut, ja, ich sehe schon, es wird ernster, jetzt müssen wir auch mal Gas geben. So, dann habe ich das alles gemacht. Das hast du alles gemacht, ich hoffe. Es gibt ja immerhin, das ist ganz nett, es gibt natürlich auch Angriffskarten in Dominion. Ja, das ist ein friedliches Set, da kann jeder so ein bisschen an seinen Pferden arbeiten. Die werden dann nicht geklaut. Das ist das Pferd, was ich raufgelegt habe? Achso, wenn ich eine Karte... Nimmst du 4, genau. Hattest du das schon aufgelegt? Ich guck mal kurz. Also ein Pferd. Aber du hattest ja ein Pferd über den Nachschub auch bekommen. Richtig, dann kriege ich noch eins. Am Desktop würde er aber nicht auf den Nachziehstab bekommen. Dann kommt es auf die Provinz. Dann hast du es auch noch nicht genommen. Jetzt muss ich meinen Laskan spielen, will ich aber natürlich auch. Plus 3 kaufen. Den wollte ich eigentlich kaufen. Plus ein Kauf. Und für den ersten Kauf werde ich jetzt mein Pferd, ne, also der erste Kauf ist quasi, ich bezahle die Karte Viehmarkt, anstatt sie zu bezahlen, einfach in eine Aktionskarte aus der Hand entsorgen. Okay, entsorgen, Entschuldigung, streng genommen. Kommt sie natürlich darüber. Du hast das Pferd geschlachtet. Ich habe es unglaublich. Auf dem Viehmarkt verkauft. Und ja. So. Und damit habe ich aber, jetzt habe ich natürlich auch, das war natürlich vorweggegriffen, Entschuldigung. Das ist ja schon, weil ich so aufgeregt bin, das ist ja meine Kaufphase. Aber ich habe ja noch eine Aktionsphase, ich habe es jetzt nochmal hingelegt. Ja. In meiner. Ich dachte, die machst du extra, deswegen nicht. Nee. Achso. In meiner Aktionsphase spiele ich noch kurz den Schrott. Das zählt ja nicht als Aktionskarte. Nee, die habe ich ja in der Runde davor schon gespielt. Okay. Das heißt, die lag ja da noch und dann konnte ich mich ja entscheiden, ob jetzt oder nachher. Mhm. Das heißt, meine eine Aktionskarte, die ich diese Runde spiele, ist der Schrott. Jetzt entsorge ich eine meiner Handkarten. Also es ist sehr anfängerfreundlich, wenn ich das mal so sagen kann, die Auslage. Mit den ganzen Pferden ziehst du dich gefühlt durch dein ganzes Deck. Ich entsorge einen Nachschub, der hat 2 gekostet. Und für jedes, was er gekostet hat, darf ich jetzt was nehmen. Ich nehme einen Silber und ein Pferd. Ach, du nennst das ist die Karte? Genau. Ja, das ist der Schrott. Du hast halt die Wahl aus verschiedenen Dingen. Du musst halt unterschiedliche Dinge nehmen. Ich kann jetzt nicht 2 Pferde nehmen oder 2 Silber. Und ich muss ja natürlich auch was entsorgen, was erstmal einen Wert hat. Also wenn ich einen Kupfer entsorgen würde, würde gar nichts passieren, weil Kupfer halt nichts kostet. Genau, den Rest haben wir, um die Zuschauer komplett zu verwirren, hatten wir mit dem Pferdeschnickschnack da schon angefangen. Also ich habe jetzt kommt meine Kaufphase, wo ich 2 Käufe habe, dank dem Laskan. Den ersten Kauf haben wir schon so halb angefangen. Ich habe das Pferd schon abgegeben und jetzt nehme ich dafür diesen Viehmarkt. Wie auf dem Markt, falsche ein, 13 Gold, schnell. Und jetzt habe ich, wie gesagt, noch den zweiten Kauf durch den Laskan, habe aber nur noch 4 mit einem Nachschub. Das heißt, wenn ich diese Karte spiele, kriege ich ein Pferd auf meinen Nachziehstapel und für die 4 kaufe ich mir jetzt endlich, es ist soweit, eine Herberge. Bin so ein bisschen neidisch. Ja. Ist viel passiert, ich gebe es so. Mag schon. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Dran. Anfangen tue ich meine Runde ganz entspannt. Ja. Aber solange keine Provinzen drauf, passiert eigentlich eh nichts. Plänkeln nur so rum. Ja, ich habe hier 2 Pferde. Keiner demonstriert seine wahre Macht. Ja, ich ziehe also 4 Karten. Achso, man demonstriert seine Macht in diesem Spiel. Achso, wenn du das so sagst. Da brauche ich aber dann mehr Käufe, wenn das funktionieren soll. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Du hast einfach den ganzen Brühenstapel in einem Zug. Ich habe noch ein Pferd. Die laufen jetzt alle weg. Ja, ich muss aber auch mischen. Weil ich hier noch eine Karte ziehe. Jetzt hast du bestimmt 8, oder? Wenn du so viele Karten ziehst. Aber es sind doch genug Provinzen 24, da, oder? 24 Gold, kauf 3 Provinzen. 2 extra Golfe. Dang, 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 dang. Kling, kling, kling. Nee, ich arbeite dran. Ich habe nur Kupfer auf der Hand. Guck mal. Ich habe ein Pferd gefunden.
Ich sag ja. Ich zieh, also irgendwann hast du das Ganze läuft schon wieder gut. Ich habe ein Pferd gefunden. Ich kann so schlecht Geld. Pferdegeräusche machen, sonst würde ich immer so ein Wiehern von mir geben. Jetzt verließen sie ihn so ein bisschen, ne? Ich spiele mal eine Koppel. Das ist letzte Aktion, weil mehr habe ich leider nicht. Und ich kriege 2 virtuelle Geld und nehme mir 2 Pferde. Also, die sind also nicht weggerannt. Die kommen wieder zurück. Nur einmal kurz. Einmal rausgelassen, ja. Das war's? Nee, ich nee, habe eine Aktion. Ja. Du kaufst ja bestimmt noch mit deinem ganzen Geld noch was. Und das musst du mir sagen. Ich habe jetzt hier 4 Geld. 4, 6. Ja. Also 4 plus 2 durch die Koppel. 7. Ach so, siehst du? Komm noch eins? Komm noch was? Hast du noch nee, ich überlege gerade was anderes. Das sind 2, 3, 4. Achso, die darf ich ja wieder nicht benutzen. Das war eine Aktion. Dafür. Das war aber eine Aktion, oder? Nee, die Wege sind die, die die Aktionskarten brauchen. Die Ereignisse müsstest du einfach nur einen Kauf für verbrauchen. Aber es verbraucht halt deinen Kauf. Also, das ist wie ein Kauf, aber. Ich darf dann was für. Weil eigentlich hast du jetzt ja 7, das ist auf jeden Fall ein Gold. Wenn du noch eins mehr hättest, wärst du sogar eine Provinz. Aber ich spiele den Nachschub, damit kriege ich ein Pferd. Damit kriegst du schon ein Pferd auf Nachschabel. Und für 7, ja. 7 ist ein trauriges Gold, sagen wir. Ich habe auch nur einen Kauf. Hier gibt es halt auch den Viehmarkt. Klar, und den Viehmarkt kriegt man ja auch. Ja, aber das ist ja nur pro leeren Kartenstapel. Ja, genau. Ja. Aber ich kaufe mir einfach den Lastkran. Gibt es noch was anderes, was Käufe gibt? Nee, ne? Irgendwie nicht. Der Schrott gibt dir Käufe, wenn du Karten hast. Der Schrott gibt Käufe. Ich kaufe mir einen Lastkran. Und jetzt habe ich eine Frage. Ja. Alle Karten, die ich auf der Hand habe, werfe ich weg? Ja. Dann musst du mir jetzt mal den erklären, weil hier steht als Reaktion, wenn ich eine Karte nehme, darf ich 2 Karten ziehen. Ja, wenn du hast jetzt eine Karte genommen. Ja? Ja, aber ich kann ja nichts mehr kaufen, richtig? Also das bringt mir das nichts. Ich habe nur einen Kauf. Ja. Wieso sollte ich die Karte spielen, damit ich Karten ziehe? Moment, wir schauen mal ganz kurz, was hier. Der Hund. Du kannst diese Karte als Reaktion spielen, wenn du eine Karte durch Kauf nimmst. Wenn du eine Karte auf eine andere Art und Weise nimmst, wie zum Beispiel durch eine Falknerin. Oder sogar, wenn du eine Karte während des Zuges eines Mitspielers nimmst. Also egal, wie du eine Karte nimmst, dann kann man diese Karte als Reaktion spielen. Denke aber daran, dass du normalerweise in einer Kaufphase keine Geldkarten mehr spielen kannst, in der du schon eine Karte gekauft hast. Wenn du den Hirtenhund auf die Hand nimmst, zum Beispiel durch eine Falknerin, kannst du auf dieses Nehmen reagieren und den Hirtenhund spielen. Hä? Ja, den letzten Satz habe ich nicht ganz verstanden. Die Falknerin erlaubt dir eine Karte zu nehmen. Wir haben auch die Falknerin. Genau, das ist ja auch ein Event. Und wenn du den dann nimmst, kannst du ihn gleich spielen, um auf das Event der Falknerin zu antworten. Irgendwie so. Na, dann macht es keinen Sinn, den zu spielen, weil das wäre ja dann albern, weil hier ist ja ein Pferd. Ja, du kannst natürlich, also ich meine, also das zirkulierst natürlich letztlich auch schnell. Ja, aber ich weiß, dass hier ein Pferd liegt, deswegen wäre das albern. Ah, meine 17 Provinzen, die kommen ja auch noch auf die Hand. So, fertig, nicht lang schnacken, weiter geht's. Nicht lang schnacken. Ich spiele ein Pferd. Schnelle Runden. Ja, kennen wir. Also, gefühlt ist das immer dasselbe. Oh. Mist. Ich spiele ein Pferd und dann spiele ich einen Pferdestall. 3 für den Pferdestall, 3 Kupfer habe ich noch auf der Hand, macht 6. Es wird ja auch mal Zeit. Gold. Viel zu spät. Ein Gold. Und weil es mehr als 4 gekostet hat, das Pferd läuft natürlich weg. Und weil es mehr als 4 gekostet hat, kriege ich über den Pferdestall, war es auch nur kurz spazieren. So ist es. Und viel zu spät. Ich habe hier noch, ich habe nur Kupfer in meinem Deck, verstehst du? Ja, meine beiden Pferde. Von einem Dominion-Wettbewerb wären wir jetzt mit unseren Decks nicht weit gekommen. Meinst du? dann. Wie meinen das? Habe ich noch einen Schlachtross? Die laufen erstmal weg, Schlachtross bleibt aber. Muss ich mich mal ein bisschen eilen hier mit dem Mischen? Oh, wir müssen auf jeden Fall mal anfangen, Provinzen zu kaufen. Ja, ich versuch's ja schon. Früh noch. Ich habe ja eine Idee im Kopf, ja, aber brauchen wie Gold, funktioniert das? Dann brauchen wir Provinzen. Ah, so, dann habe ich hier eine Herberge. Passend auf die Hand kommen. Darf ich 2 Aktionskarten spielen? Und für die 2 Aktionskarten spiele ich einen Viehmarkt
und ein Pferdestall. Damit bin ich bei 7. Und dann kriege ich meine Kaufphase über. Und ich habe nur einen Kauf. Wo gab es den zweiten Kauf? Achso, der komische Kram. Für den Lastkahn gibt es einen extra Kauf. Oder mit Schrott kannst du auch einen extra Kauf erzeugen. Ja, ich habe aber schon 7. Das heißt, ich spiele noch einen Kupfer aus und kaufe mir noch eine Provinz. Ach, was? Wo hast du 7? Achso, ja klar. Viehmarkt, Pferdestall mit einer riesigen Aktionskette. Wunderbar, genau so wird es gemacht. Ich spiele meinen Lastkahn. Ich werde den jetzt einfach mal sofort benutzen. Dann darf ich gleich und 3 Karten. Und ich habe eine Karte mit 4 oder mehr gekauft. Das ist ein Pferd auf meinem Weg. Es reicht wieder um 1 nicht. Ich habe nämlich 2, 4, 6, 7. Wieso mische ich eigentlich meine Ablage? Kann mir das mal einer verraten? 7 und ich kriege ein Pferd und kaufe mir dafür ein Gold. Das Pferd kam. Aber eigentlich ist das doch so ein Wettrennen, oder? Es ist natürlich, du musst halt im umschwenken im richtigen Moment natürlich und dann Punktekarten kaufen, die dann wieder dein Deck natürlich langsamer machen. Okay, ich habe hier ein Pferd. Ja, wie jetzt, dann zieht man natürlich Punktekarten auf die Hand. Aber du hast ja Pferde. Ja, Pferde können da helfen. Ich ziehe 2 Karten, habe eine Aktion, habe hier ein Pferd, ziehe 2 Karten und habe da, das waren 3, aber ich habe hier noch ein Pferd und ziehe 2 Karten und habe immer noch eine Aktion. So. Dann brauche ich eine Aktion. Und kauf deine Provinz. Ja. Verdammt, was mache ich denn? Ich spiele den Lastkran. Und die Pferde sind willst du den sofort benutzen oder auch? Das weiß ich noch nicht. Muss ich es jetzt entscheiden? Also irgendwann jetzt, ja. Ja, weil ich weiß nicht, ob ich den Kauf also brauche. Also entweder jetzt oder zu Beginn eines nächsten Zuges würdest du jetzt halt die 3 Karten ziehen. Ich glaube, ich ziehe zum Anfang lieber 3 Karten. Habe hier somit 3 Kupfer. Also kriegst du ja beides. Nur die Frage ist nur wann. Achso, nächste Runde dann einfach, weil die, genau. Karten, die sehen nicht so schön aus. Wenn du diese Karte spielst, nimm dir ein Pferd und leg ihn auf den Nachziehstapel, der nicht existiert. Pferd geholt. Der bleibt dann du so. Du hast rein. Aber immer noch 3 Geld, mit denen du dir was kaufen kannst. Nochmal so einen netten Hund, Schrott oder auch einfach ein Silber, damit man mal mehr Geld ins Deck bekommt. Und Anwesen darf ich nicht verhökern, hast du gesagt. Eine Nicht-Punkte-Karte. Ja, der Hund bringt mir kaufen nicht Sie was, Sir? Ja. Gefühlt kaufe ich mir mal Schrott, weil Schrott gibt auch einen Kauf. Wunderbar. Ich spiele ein Pferd. Das sind 2 Karten, eine Aktion. Nee? Ja? Doch, vielleicht. Ja, nein. Ich habe Angst. Ich mach das nochmal. Ich hebe mir das andere Pferd quasi auf, um es jetzt in der Kaufphase, anstatt diese Karte zu bezahlen, gebe ich eine Aktionskarte ab, habe das Pferd abgegeben. Aber diesmal habe ich halt keinen extra Kauf, weswegen ich das mit meinem restlichen Geld hier nichts mehr machen kann. Aber egal, dafür habe ich einen Viehmarkt. Der viel Geld, ja, wenn du willst. Viel Geld. Ja. So, neue Runde, neues Glück. Der triggert automatisch. Oder wann triggert? Jetzt passiert der automatisch. Ja, lass also, ich ziehe also 3 Karten extra. Ablagestapel, genau, und ziehst die 3 Karten und hast jetzt auch ich habe noch einen Kauf noch, der kommt dann danach. Ja, genau, den rechnest du jetzt aber einfach auch virtuell an. Nur der wird jetzt auf jeden Fall abgelegt, der kann nicht nochmal liegen bleiben. So, das heißt, also er kostet keine Aktion, ich kann also locker ein Pferd spielen. Galopp, Galopp, Galopp. Ich kann dann, also habe jetzt noch eine Aktion, sagst du? Dann kann ich also auch eine Herberge spielen. Verdammt. Und dann kann ich die Koppel spielen. Nehmen wir 2 Pferde. So, dann habe ich also schon mal 2 virtuelle Geld und 2 Käufe, richtig? Mhm. Gut, dann habe ich hier also... das war vielleicht nicht so schlau. Jetzt habe ich gerade was anderes gemerkt. Egal, 2 Käufe und 2 Geld. 7 Geld hätte ich, das ist auch schade. Ich habe dann hier also 5 Kupfer und gefühlt nerven die mich so langsam. 2 Käufe und 7 Geld. Oder ich kaufe mir einen Nachschub, glaube ich. Ja. Nee, ich kaufe mir eine Herberge, eine zweite. Was, 7 Geld? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also in Gold natürlich auch. Verachte das Gold nicht. Ohne Geld kommt man nicht an die Provinz. Ach so.
Und was kann ich eine Aktionskarte, die ich entfernen könnte? Oder? Ich bin ja auch dumm. Na egal. Wow. Vier, habe ich noch drei? Warum meinst du was? Aktionskarte entfernen? Na hier, das kostet mich ja auch einen Kauf. Aber da brauche ich, muss, ich auch da muss ich ja, da eine, muss ja eine, natürlich eine Aktionskarte aufgehoben haben. Ja, genau, das hätte ich, hätte ich mir vielleicht ein Pferd einfach aufgehoben. Nächstes Mal habe ich noch drei, dann kaufe ich mir dann. Okay, ich spiele eine Herberge. Ich muss eine Karte plus zwei Aktionen. Dann spiele ich einen Pferdestall, habe ja noch eine Aktion übrig über die Herberge, spiele ein Pferd, das läuft dann leider gleich weg. Das Pferd gibt mir wieder eine Aktion, das ist mir glücklich, einen zweiten Pferdestall zu spielen. Jetzt habe ich 3, 6, 9, 10, 11, 12 und jetzt habe ich nicht den Kauf, den ich eigentlich bräuchte. Aber nun gut, nicht jammern, Provinz nehmen, weitermachen. So ist er. Ein Haufen Geld verschwendet, aber ja. Egal. Ja, die Hand ist diesmal nicht so toll. Entsorge eine deiner Handkarten. Wähle die unten für die unterschiedliche Anweisung pro Geld. Sein Kopf an Kopf rennt. Ich glaube, wir haben beide erst zwei Provinzen. Aber mal gucken. Ich bin noch nicht so ganz klar, was ich mitmachen soll. Noch 10 Minuten heißt das. Seit wir müssen ein bisschen schneller spielen, Pete, sonst kriegen wir das leider nicht fertig. Ja, ja. Nee. Ich spiele einen Schrott, entferne einen Hund. Mhm. Achso, ich muss ja verschiedene Dinge nehmen, ne? Ja, du musst verschiedene Dinge nehmen. Du darfst jetzt drei. Nee, nehme ich nicht. Nee, okay. Dass die kostet. Das heißt, ich könnte so einen Nachschub entsorgen. Ich habe zwei Aktionen von dieser Karte. Nimm mir einen Silber. Mhm. Das heißt, nimm dir ein Pferd, komm in den Ablagestapel. Genau, nehmen ist immer normal, sonst wird es extra angegeben, wenn es direkt auf die Hand geht. Dann nehme ich plus eine Aktion, spiele dafür den Hund und ziehe zwei Karten. Naja, ein Glück habe ich es gemacht. Habe jetzt keine Aktion mehr, richtig? Richtig, du hattest genau. Nur die eine. Ja. Habe jetzt leider nur die drei. Aber die drei gebe ich aus für eine Verbesserung. Mhm. Das Schlachthaus geht seine Wege und ich kaufe eine Provinz. Mhm. Ich werde tatsächlich. Scheiße. Meine Idee hat es nicht so ganz aufgegangen. Nein. So ist es. Unterschiedliche Dinge. Oh Gott. Da gibt es die Blockade drin. Oh fuck, das wäre wirklich schön gewesen jetzt, aber es funktioniert halt einfach nicht, weil ich nicht die 3 Geld extra. Ja. Hätte Fahrradkette? 10 Minuten, Story hier nicht zu spielen. Okay, komm, ja, ich spiele Schrott, ich tue einen anwesenden Sorgen, ich habe zwei Sachen, ich nehme mir wieder ein Silber und ein Pferd. Die müssen anders raus. Und dann habe ich noch 4 Geld und nehme mir dafür eine Herberge. Dann habe ich eine Aktion, diese Aktion ist ein Pferd, ich ziehe also zwei Karten. Ich spiele ein Pferd, weil das ja immer von Hilfe ist, wenn man Karten hat. Oh Mann. Dann brauche ich also. Oh, das ist doch fies. Das Übliche, ja? Was ist das? 4, 7. 7 ist wieder 2 zu wenig. Ach nee, ich habe ja noch eine Aktion, ne? Eine Aktion habe ich noch. Leer ist noch nichts. Ich spiele den Pferdestall, kriege 3 Geld, habe hier nochmal 3 Geld. Mhm. Und es nähert sich ja dem Ende, vielleicht kaufe ich einfach einen Herzog zu. Ja. Nee, ich kaufe mir hier noch einen Lastkran. Ja, so, ich spiele den Lastkran und er muss jetzt sofort gezockt werden. Darf da also 3 Karten ziehen, haben extra Kauf. 2, 4, 6, 7, 8. Und da war ein Nachschub dabei. Der Nachschub gibt mir erstmal ein Pferd und genau 8 eine Provinz. Hui, knapp. Aber knappe Provinzen nehmen wir auch. Ich habe hier eine Herberge. Jetzt kommt die. Ja. Jetzt hab ich habe hier noch eine Herberge. Mhm. Ja, jetzt hast du einen Haufen Aktionen. Ja, und einen Lastkran, den ich gleich benutze. Mhm. Ja, schön. Nur Dinge, die man nicht braucht. Ich muss ja mal kurz neu sortieren. So, und da kann ich 3 bezahlen. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Das ist ja doof.
einen Haufen Aktionen, sagst du. Ich habe hier eine Koppel. Mhm. Die bringen mir schon mal 2 Geld. Und dann hätte ich nur 4 oder so. 2, 3, 4. Dann habe ich hier so eine Ziegenhirtin. Mhm. Ich darf eine meiner Handkarten entsorgen. Das ist also hier so ein Kupfer. Dann habe ich sozusagen nur. Dann waren das meine Aktionen. Ich habe noch ein Geld. Insgesamt 3. Für 3 Geld kann ich so runtergehen und finde da nur. Gut, viel gespielt, 3 Geld, ja. Das ärgert dann manchmal auch. Ach, ja. Ich will auch mal ein Silber. Ja, ich sag, lange Kette, das ist gut. Ja. Aber ich lass mein Pferd weglaufen. 2 Karten, die waren leider nicht so toll. Jetzt habe ich eindeutig mal so eine Hand mit zu vielen Punktekarten. Nur 3. Für die 3 nehme ich tatsächlich nochmal ein Silber und es war ein Nachschub dabei, also würde das Pferd wieder zurück auf meinen Nachziehstapel kommen. Bist du schon wieder dran? 4, 5. Ich spiele einmal Schrott. Sind nur noch 2 Provinzen. Ja, aber das schaffen wir nicht, glaube ich. Ich spiele einmal Schrott. Mhm. Und damit kann ich eine Karte entfernen. Eigentlich will ich keine Karte entfernen. Dann ist das die letzte Aktion, meinst du? Alles klar. Wir dürfen nicht fertig spielen, ja, sagt ihr. So ist das halt. Angespielt heißt es auch. Jetzt mal was ganz Wildes. Ich schmeiß ein Anwesen aus dem Studio getragen. Darf eine Karte ziehen? Jetzt hoffe ich, dass ich die richtige Karte ziehe. Das heißt, ich soll schon mal meine Provinzen zählen. Wir brechen und dann, jetzt. Das heißt, wir haben mit 6 statt 8 Provinzen gespielt. Ich werde jetzt hätte ich mein Anwesen natürlich nicht. Oh Gott, ich werde mein ich entsorgtes nehme einfach ein Pferd Anwesen. Von den mein entsorgtes Anwesen wird mir das Genick brechen. Das ist mein entsorgtes Anwesen. Ich habe auch eins entsorgt. Achso, dann siehst du, dann berichtest du ja nicht das Genick. Ja, man zählt jetzt halt einfach seine Punkte. Nein! 12, 18, das sind 20. Dann habe ich hier 5 und darf ja, nicht. Du musst auch 3 Provinzen haben. Und du hast noch mehr Anwesen. Du hast gewonnen, Piet. Zähl mal nach. Hier ein Anwesen schnell. Weil ich habe 3 Provinzen, du hast 3 Provinzen, aber ich habe ein entsorgtes Anwesen. Du hast eine. Ja, okay. Vielleicht haben wir auch Gleichstand. Ich habe mir gerade ein Anwesen gekauft, sicherheitshalber, mit meiner letzten Aktion. Du hast ja letztes Jahr. Was? Das hätte ich auch machen können. Das hätte ich auch machen können. Naja, es sei dir gegönnt, weil wenn dann fies, fängst du jetzt vielleicht wieder an, dominiert zu spielen. Alles gut. Stimmt, ich habe 3 Provinzen. Du hast jetzt einfach dein Anwesen wieder zurückgekauft. Nee, ja, den einen für Punkt 2 Geld, genau. Unverschämtheit. Ja? In dem Moment, wo die Ansage für die letzte Runde kommt. Ja? Komm, don't accept. Okay, dann kaufe ich mir hier so eine Wunderbar. Zigarren. Alles gut. Sehr spannend geworden tatsächlich. Weil es war ja, also meine Idee war, ich kaufe mir Hätte hier die letzten 2 Provinzen. Meine Idee war, ich kaufe mir Herbergen und Viehmärkte, aber es hat nicht funktioniert. Ja, man braucht natürlich, also der Aktionsgeber ist gut, aber du, ja klar, du hattest halt, also diese eine Kette, wo du die lange Kette hattest, die hätte halt am Ende mit 8 Gold auch enden müssen, genau. Damit du dann halt auch eine Provinz oder natürlich aber im Idealfall sogar mal so 13 Gold mit extra kaufen, Provinz plus Herzogtum oder solche Sachen. Das sind halt ja, aber wir sind ja keine Profis. Ja, das war der. Das war's und jetzt geht's hier gleich weiter mit Hallertau. Genau. Bis gleich. Also kleine Pause und bis gleich. Tschüss.